Manchmal müssen wir sehr genau und detailliert arbeiten. Besonders schwierig ist es, wenn es eine Kleinigkeit mitten im frisch gemalten Bild ist und wir die Hand nicht abstützen können. Die Hand muss schweben und sie zittert immer etwas. Dafür gibt es einen einfachen Trick. Der Malstock. Das ist ein runder, circa 1 Meter langer Stab, der an einem Ende mit einem Leinen- oder ledererzeugten Verdickung versehen ist. Also einfach Stoff in Form einer Kugel an das Ende des Stabs aufwickeln und mit Klebeband oder Seil befestigen. Der Stock dient als Handauflage beim Malen und sorgt zur Unterstützung der Hand. Wenn man mehrere Stunden am Tag malt, hängt der Arm die ganze Zeit in der Luft und man bekommt schnell Nackenschmerzen. Den Trick hat uns unser Lehrer in der Zeit meiner Berufsausbildung beigebracht. Wir bekamen von ihm einfache Rundstäbe und haben selbst Kugeln draufgewickelt. Und wir hatten unsere Malstäbe selbst gebastelt. Jeder hat seinen eigenen Malstab selbst kreiert und geschmückt. Manche haben da sogar was reingeschnitzt. Damals mussten wir viele technische Bilder malen. Ach, schöne Zeit war das. Viel Spaß beim Malen und bis zum nächsten Trick.